den Rechtsstaat stärken. Das ist das Anliegen der Landtagsabgeordneten Claudia Stamm. Sie fordert, Diskussionen über die Wahrung des Rechtsstaates dürfen nicht unter sicherheitspolitischen Vorzeichen geführt werden. Statt einer weiteren Aufrüstung der Polizei und Geheimdienste müsse die parlamentarische Kontrolle der Sicherheitsbehörden intensiviert werden. Also es ist natürlich wichtig, dass wir gegen den Terror alles unternehmen, was möglich ist. Es kann aber nicht zulasten von Grundrechten und von rechtsstaatlichen Prinzipien sein. Und das, was jetzt gerade geplant ist, ist ein massiver Eingriff einerseits in unsere Grundrechte und andererseits auch eben so, dass die Polizei immer mehr Macht bekommt, und zwar zulasten der Judikative auch. Sie kritisiert einen neuen Gesetzesentwurf, der Polizei und Exekutive in Bayern mehr Rechte und Handlungsmacht geben soll. Dies schütze nicht vor terroristischen Anschlägen oder Gewalt, so Stamm. Das neue Gesetz würde auch eine unendliche Ausdehnung der Vorbeugehaft legitimieren. Vorbeugehaft ist eben, dass man sagen kann, du bist verdächtig und nicht nur des Terrors, sondern auch anderer Dinge. Und deswegen nehmen wir dich in Vorbeugehaft, ohne dass es eben ein richterliches Urteil gibt. Ein massiver Eingriff in die Grundrechte eines jeden Bürgers, wie auch Rechtsanwalt Hartmut Wächtler bestätigt. Auch dürfe es keine anlasslose Massenüberwachung und Vorratsdatenspeicherung geben. Stattdessen sei eine Bündelung der Terrorbekämpfung bei den Bundesbehörden und mehr Gewaltentrennung notwendig. Rechtsstaatsprinzipien müssen gestärkt werden, indem unsere Demokratie gestärkt wird und indem eben die Gewaltenteilung nicht aufgeweicht, sondern eher gestärkt wird. Und es müssen eben auch ganz klar Kontrollmechanismen her, um Polizei und Sicherheitsbehörden zu kontrollieren. Claudia Stamm kritisiert in diesem Zusammenhang auch das Vorgehen der Polizei beim G20-Gipfel. Zum einen ist es tatsächlich so, dass man eben nicht für Deeskalation gesorgt hat, sondern für Eskalation gesorgt hat. Es gibt auch die Kritik, dass vorher schon wieder eben nicht die Rechtsstaatlichkeit anerkannt wurde, sprich das Protestcamp wurde erst verboten, übrigens analog auch zu G7 in Elmau. Und man musste sich alles erstreiten, was eigentlich in dem Rechtsstaat dazugehört, nämlich demonstrieren, protestieren, in Nähe derjenigen, die tagen und so weiter und so fort. Aber nochmal, das ist keine Rechtfertigung für die Gewalt. Auf die Frage, wie die Gewaltproteste hätten verhindert werden können, darauf geben Claudia Stamms Forderungen zur Stärkung des Rechtsstaates jedoch keine Antwort.